Ja, ne? Ja. Gar keiner da, wa? Da muss ich noch mal kurz mit Inka hier. Koordinieren. Was ist denn das schon wieder? Ich hab doch alles. Ich muss noch mal zum Sound hin. Sound hin. Ja, ich hab Sound. So, jetzt habe ich keinen Sound mehr. Jetzt sollte das alles sehr, sehr entspannt klappen. Ich muss einfach nur noch den Chat anmachen. Okay. Ach Mensch, Kelf, das ist ja nicht so gut. Was ist denn wieder los mit Kelf? Weil das nicht so gut geht. Kelfi, willst du bei mir zuschauen oder willst du rüber zu Tomji twitchen? Also eigentlich wünsche ich dir immer sehr viele Zuschauer, Inka. Das hat bestimmt keiner verstanden, weil du jetzt wieder am Rotzen warst. Eigentlich twitcht Kelf aber immer zu dir, weil er da war. Ja, aber Jesse ist ja nicht bei dir, oder? Nee. Siehst du? So. Alles klar. Dann tue ich mal die Kisten, die nerven mich immer total. Dann versuche ich dich gleich mal direkt einzuladen, ne? Mein Schätzchen. Ja, alles klar. Das kann doch nicht sein. Überall Sounds, Alter. Total schlecht vorbereitet. Spiel nicht alleine. Filmabend, gemeinsame Story. Das war das, alles ne? Alles klar, mach das, Kelf. Aber falls Jesse nicht mehr kommt, kannst du einen Augenblick bei mir gucken. Und ja, das finde ich auch. Also, dass wir auf jeden Fall einen Mod haben. Ich meine, ich kann mir sonst nur selber helfen. Aber ich möchte gerne, dass Inka... Ja. Ja. So, ich habe dich eingelegt. Ich habe bekommen. Freitreten. Okay. Oh, schon wieder? Huch, was? Da bist du ja. So, Verbindung zum Spieler. Achso, warte mal. Achso, jetzt warte. Ah! Jetzt sollte ich eigentlich gleich kommen, oder? Ja. Ja. Aber darf ich dabei sein, wenn du kommst? Ja. Okay. Auswählen. Nein! Stopp! Fortsetzen. Was? Wieso ist dein Schloss vor? Was? Hä, hey, was ist da denn los? Da ist irgendwie das ein Schloss vor. Ich kann nichts machen, gerade bei mir. Warte mal. Neue Story? Warum muss ich denn neue Story? Was soll das denn? Warte mal. Moment. Was ist das denn? Wieso denn neue Story? Ich verlasse mal kurz den Zug. So, jetzt lad mich gleich nochmal ein. Ja. Warum sollte er das nicht gespeichert haben? Wie dumm ist das denn jetzt? Ja, wir haben ja schon mal gespielt. Also wir haben ja mehrere Folgen raufgehauen jetzt, ne? So, warte mal. So. Fortsetzen, alles klar, fortsetzen. Das war, weißt du warum? Warum? Weil ich vorher... Oh, Inka. Nein, weil ich hätte vorher, wenn ich starten müsste, das wusste ich nicht. Schon in die Lobby rein, weißt du? Drück bereit. Jo, mach ich. Ach, Inka. Ja, ich meine, übrigens, das Ding möchte ich als Cappy haben. Oh, das möchte ich gerne bestellen, morgen. Welches Ding? Die Cappy von unserem Merch-Shop. Und dann Ach, Inka, dieses Hashtag Ach, Inka. Ja. Eigentlich müsstest du ein eigenes Profilbild haben, weißt wo du mit den Fingern Hashtag machst. Und dann weißt du, Inka. Was die bei Aldi haben? Nix mit Ach, Inka. Für ja? 7 Euro, aber wollen wir es vielleicht kaufen und wegstellen zu meinem Geburtstag, dass wir auch was im Anschluss haben mit Jesse und so. Na? Marzipanlikör. Alter, Falter. Aber ich fand den teuer. Sonst hatten wir doch immer so eine lange Flasche 4,95. Ja, was hat er jetzt gekostet? 7 Euro und so eine Sternflasche. Oh, das ist teuer, das ist teuer. Ja, das war sonst immer so eine längliche Flasche. Nee, ja, genau. Ey, wenn ich den sonst immer hatten. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kommt der ja nochmal. Oder ja, wir kaufen den woanders. Dafür, dass man zu viert den wechselt. Ja, wir hatten den immer. Oh, Alter, hallo. Wir hatten immer. Was ist denn da los? Wieso kriege ich hier kein Bild? Du kriegst du Bild, Inka? Nee, gerade nicht.
Da, aber er lädt bei mir gerade. Ja, jetzt lädt er auch bei mir gerade. Ist wohl eingeschlippt, oder? Jetzt habe ich hier Bild. Ah ja. Ja, den hatten wir sonst immer bei Aldi gekauft. Ja, aber vielleicht kommt der ja auch nochmal. Vielleicht ist das ja so ein Special. Hi, Cave. Huch. Also, Inka ist tot, weil sie das letzte Mal sich verdrückt hat und hat uns trotzdem immer die Schuld gegeben. Leg dich nie mit einem Marine an. Oh, ja, genau, ein Marine. Du bist Palim Palim. Ich bin ein Salem. Shalom. Also, ich bin nicht ein Salem, sondern ich bin Salem, so heißt der, glaube ich. Shalom. Oh. Sind wir noch mit zwei Leuten am Start? Ich glaube, wir sind da richtig, richtig schlecht. Rufen. Wer das auch ist, sofort identifizieren. Ich habe mich schon versteckt. Wir sind total schlecht, ne? Dass zwei Leute schon von uns draufgegangen. Stich selbst einfach. Ach, was ist er? Ach, dein Dings hier, dein Muselmann schon wieder. Der macht alles kaputt. Der muss sterben eigentlich. Aber das hat man schon mal gespielt, ne? Glaube ich. Beweg dich ja nicht. Der Scheiß hier geht auf euch. Ohne euren Hinterhalt wären wir gar nicht erst hier. Ich will dir wirklich nichts Böses. Nein, deswegen hast du es gerade angegriffen. Ach was, ich bin der mit der Knarre. Im Ernst, ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Ach scheiße, das hätte ich nicht sagen sollen. Ich werd weich. Bestimmt erschlägst du uns. Wir müssen ja keine Freunde sein, aber Verbündete. Damit kann ich mich anfreunden. Ich glaube, wäre ich jetzt mit Vorschuss auf die Ecke gekommen, hätte es mit der Kugel im Kopf geschossen. Ich habe tatsächlich auch was Positives gerade gewählt, von wegen gut, dass du da bist, ne? Ja, ich jetzt aber auch, es war beides nicht schlecht, bloß jetzt habe ich ja quasi gesagt, wir müssten ja nicht Freunde sein, aber Verbündete. Ja. Und das andere wäre schon direkt so richtig so quasi auch voll Freundschaft. Ich glaube, das wäre zu viel gewesen, weißt du? Ja. Oh, Benjamin. Also dachte ich so, manchmal sieht man das ja auch. Also manchmal kann es auch schwer einschätzen, was dann letztendlich bei rumkommt, ne? Wenn man antwortet. Komm, landen! Und das ist seine Tour. Sieht wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf, der andere schlüpft durch. Ach, scheiße. Weh, du lässt das fallen, wenn ich da unter bin. Das ist die Frage, weil es erstes gehen muss. Los! Du. Weh, du lässt das fallen, wenn ich da unter bin. Scheiße! Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, sonst wäre es auch nicht, ne? House of Ashes, man spielt ja nun mal irgendwie miteinander, aber auch irgendwie getrennt. Hä? Hier geht es durch. Aber ich naja, dass wir jetzt gerade zusammen sind. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Boah. Was soll ich jetzt sagen? El Diablo.
Können wir bitte das Thema wechseln? Warum? Kein Problem. Ich hätte schon gewusst. Wie sieht's bei dir zu Hause aus? Zu Hause? Wo fange ich an? Kein Geld, keine Arbeit, keine Zukunft. Kinder töten einander für ein paar Münzen. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Das ist zu Hause. So scheint es überall zu werden. Tja, ich wäre trotzdem lieber dort als in dieser Hölle hier. Sehe ich auch so. Geh durch! Boah, wenn du mich fallen lässt, ne? Wenn du mich sterben lässt. Ich rede nie wieder mit dir. Ich kann gar nichts machen. Der sieht schon ziemlich schwach aus, dein. Das liegt daran, weil der mal Couscous isst. Danke. Da 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 da. Jetzt sind hier die Superteam am Start. Tun, die Superteam ist auch nicht schlecht. Meinen Sohn umarmen. Bummst mich doch nicht. Ich wollte gucken, ob ich dir helfe und ob es irgendwas gibt. Du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir. Warum hast... Hä? Auch Inka, du hast wieder Pause gedrückt. Oh, sorry. Ja, weil ich irgendwas hatte mit R1. Drück bitte wieder X. Warte mal. R32. Oh, hä? Ja, drück doch mal wieder X, damit ich weiterspielen kann. Warte mal. Oh. Danke, Inka. Ja, ich check das nicht mit diesem... Du musst keine Option drücken. Du musst immer X drücken und so ein Blödsinn. Was ist denn das? Das hänge ich hier fest. Hä? Achso, jetzt guck das jetzt an. Das hat ein bisschen gedauert. Habe ich noch irgendwo die Taschenlampe da? Warte mal. 31, unleserlich. Unleserlich ist tot. Ich war bei ihr, als es soweit war. Und sagt ihr, wie leid mir alles tat. Unleserlich, diesen gottverdammten Ort gereist waren, dass mir meine Eitelkeit wichtiger war als unsere Liebe. Als unleserlich das Ende von allen sprach, wusste ich, dass sie unleserlich sie mir schworen, diesen Ort zu begraben. Warum lachst du? Ja, weil du für sowas echt gemacht bist. Ich könnte das gar nicht, ey. Was? Das lernst du sofort zu lesen. Also. Obwohl, wie die E-Mail bringt mir echt Spaß, aber da liest ja schon die Stimme über vor. Da liest die Stimme in deinen Kopf. Da, die, da, die, da, da. Die, da, hier ist die Tür, hier bist du durch. La, 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 la. La 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 la. Boah, das hat doch eine geile Idee gebracht. Nee. Was kümmert dich das? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Was? Du solltest einfach mal die Klappe halten. Uh-oh. Oh.
weiß, was es sind. Vampire. Hätte ich sagen können, ja. Was denn jetzt? Ich kann noch nichts machen. Willst du was machen? Ich hab öffnen gedrückt. Anstatt kämpfen. Wir hätten kämpfen oder öffnen drücken können. 3, 4, 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 4
Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und unsere eingeschlossen. Wir sind gefangen mit dieser Kreatur. Ihr Kreischen ertönt von überall her. Aus der Dunkelheit. Crow hat seine Maschinengewehre geladen und zielt Richtung Katakombe. Mari hat recht. Wir können das, was nicht erleben, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihnen einstürzen lassen. Auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen begraben werden. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Trommel. Trommel. In der Dunkelheit. Ja, hast du es gelesen mit Name Barry? Ja. Geschichte? Ja. Also, das Spiel ist hier Dark Pictures House of Ashes. Wow, super peinlich. I'm waiting for you. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du sie eben noch? Ah, oh, hallo Jesse! Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Jesse Maus, du siehst heute rattig aus. Jesse Maus, ja, du siehst heute rattig aus. Warte mal, wenn hier gleich mal irgendwo kurz mal Pause ist, muss ich was unbedingt loswerden. Warte, bevor das runtergeht. Warte. Nee, ich kann nicht warten. Wir müssen gleich direkt. Ich auch nicht. Wir müssen uns seilen ab. Wir seilen ab? Ja. Alles gut, Jesse. Ich bin froh, dass du da bist. Das freut mich total. Was hast du da, Kollege? Deine Frau? Hä, nee. Das muss Kopftuch haben, dann ist Frau. Oh. Oh Gott, was soll ich sagen? Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das Arschloch von vorhin? Er hat es nicht geschafft. Ein böser weniger. Ich sollte nicht urteilen. Ich hätte nicht urteilen sollen. Das ist okay. Wir sind jetzt Kumpels einfach. Ja, warum auch nicht? Mein Gott, was bleibt uns doch? Wir sind doch wir beide so gefühlt. Wir können voneinander lernen. Wir können ja zusammen in ein Haus einziehen. Der wohnt unter uns mit seiner Familie. Ne? Und die Kinder trampeln bis nachts um eins. Lassen den Hausflur verdrecken und alles, während wir alles hinterher putzen. Warte mal kurz, wenn da gleich eher mal kurz Pause ist, bevor wir irgendwas machen müssen, müssen wir mal kurz was loswerden. Jesse, mein Mäuschen, wie geht's dir? Ich bin immer noch ziemlich verschnupft, aber mir geht es definitiv besser als wie gestern. Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist ein Hexenwerk! Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Aber Licht funktioniert. Die Seilwinde sieht gut aus. Die Seilwinde? Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monster liegt zwischen uns und da oben. Sie kommen. Starte es. Oh, du spinnst. Oh, scheiße. Sie kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin.
Bring den Aufzug zum Laufen. Okay. Nützt ja alles nichts, ne? Jesse, ich muss nachher noch was für dich sagen. Wow. Oh. Hast du auch so eine Dämonenansicht, ja, gerade? Dämonenansicht, Alter. Das ja, ist so eine Agony. Ein Succubus verfolgt uns. Abwärts. Es geht abwärts. Nein, alles gut, was ganz Liebes, Jesse. Sie möchte es nur fragen, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Ein Uralter wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Rachel hat zwar ans Licht gefunden, aber das Dunkel hat sie wieder. Der Herrgott gibt. Der Herrgott nimmt. Armer Eric. Er bekommt sie nicht zurück. Du Spacko, ey. Ich? Nein, Hoffen der wir Typ. Mal, dass Sergeant Kay nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim? Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder um ihre Überreste zu vergraben. Hast du gesehen, dein Gesicht war gerade noch ein Skelett. Nein! Doch! Die Hälfte ist, die eine Hälfte von seinem Gesicht war noch ein Skelett gerade eben. Der ist irgendwie cool, aber auch gruselig, dieser Typ, ne? Naja, das ist ja nun eben halt der Dark Picture Man. Der heißt nicht umsonst Dark Picture, weil er ein dunkles Picture-Bild ist. Was? Little Hope? Wie sind wir da hingekommen? Vielleicht kommt der Busfahrer um die Ecke. Oh Gott, das Deiner. Ja, Deiner auf Englisch, Dinner auf Deutsch. Nein, auf Englisch heißt Essen. Ich. Sorry. Ach, guck mal, Erik und Ratschel. Wir sind in der tiefsten Provinz. Was hast du erwartet? Melonenkaviar? Aber in? Little Hope. Alle die tollsten Flitterwochen. Little Hope. Ich erinnere mich daran, dass ein bestimmter jemand Eisklettern wollte. Eisklettern ist entspannend. Boah, ich finde Rachel so hässlich. Ich habe mal geguckt, die Schauspieler, die beiden Schauspieler haben damals bei Man of Medan mitgespielt. Echt? Mich so komisch angeschaut. Ja. Der Krieg wurde Man of Medan war das erst auf dem Schiff. Ja, genau. Und noch frisch geduscht. Er hat Was denn? Ach, nichts, fahren wir. Komm, erzähl's mir. Er sagte, dass ich nie wieder so glücklich sein würde wie jetzt. Was soll das denn? Das glaubst du nicht, oder? Natürlich nicht. Du weißt, alles, was ich will, Rach, ist dich glücklich zu sehen. Egal, wo wir sind und was wir durchmachen, ich bringe dich immer zum Lächeln. Siehst du? Ich finde sie voll hässlich, ne? Ja, ich glaube einfach, dass solche... Wie nennt sich das denn mit echten Schauspielern? Ist? Weiß ich nicht. So animiert. Wie nennt sich das denn? Animiert. Aber kann ich echt gut auf mich selbst aufpassen. Und jetzt ist, glaube ich, manchmal schwierig. Oh. Also hat wohl der Unfall die verändert, was?
Hä? Achso. Hä? Das sind wir andere Leute, ne? Mit Spieler Spielen herstellen? Das ist doch der Schwarze und Eric. Was? Okay. Ich verstehe das nicht, Kev, was du geschrieben hast. Wo sind die Viecher? Weiß ich nicht. Also mit den anderen beiden, Eric und Jason. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Nee, Jason war der andere. Oh, Rachel. Oh, scheiße. Das ist nicht Rachel. Oh, scheiße. Wer bin ich eigentlich? Was weiß ich? Oh, scheiße. Du bist Eric. Ich hoffe, du bist Eric. Natürlich geht jetzt das Licht kaputt. Colonel, Sie müssen weg! Shit. Denk daran, wir könnten jederzeit irgendwas drücken müssen, ne? Ja, ich weiß. Da drüben. Mag geh doch, Junge. Schließ die Tür. Oh. Jetzt kommt hier nur noch ein Panzer durch. Hoffen wir mal, dass sie keinen hat. Wie war das hier? Scheiß drauf! Das hält nicht! Weg hier! Rückzug! Oh, scheiße. Vielleicht ist das der Ausgang. Alles klar, da müssen wir zusammen arbeiten. Shit. Wir sind ja durchgekommen. Wir trampeln. Rotatatampe, rotatatampe. Spiel, Alter. Ja, ich hasse es. Du hast dich verdrückt, Inka, richtig? Musst du gedrückt halten oder drücken? Nein, du musst nur drücken. Einmal kurz X drücken. Ja, ich weiß, aber hat er doch über den Dings gemacht. Nein, hast du nicht. Du hast dich verdrückt. Scheiße, Mann. Sie beißt mich. Ich kann gerade nichts machen. Ja, sie beißt. Oh, jetzt hat sie mich gebissen, Alter. Ja, toll. Obwohl ich alles richtig gedrückt habe, ne? Für den Arsch. Komplett scheiße. Aber weißt du, das guckt gut immer auf mein Dings an. Ich hab X gedrückt. Wenn die Linie über mein X ist, muss ich doch X drücken. Das hat er mich auch. Oh Mann, ey. Aber das leuchtet ja rot. Grün meine ich. Das leuchtet ja grün. Ja, aber der hat bei mir ganz kurz grün geleuchtet. Ganz kurz und dann noch rot. Warum? Ja, weil du dich verdrückt hast. Aber man muss doch... Nein, der muss genau dann drücken. Ja, aber hast du nicht gemacht. Ja. Guck es dir bitte morgen mal an. Warum denn? Das hast du mir doch gerade erklärt. Ich hab's aber so gemacht. Du hast... Ach, Inka, ehrlich. Jetzt kann ich schon verstehen, warum Timmy da bei Jesse so durchgedreht ist. Ich hab echt gedrückt. Du kannst ja, Inka, es hat ja nicht funktioniert. Bei mir war alles grün. Ich finde dich schon. Trotzdem kannst du morgen mal mein Und was an. Bringt es denn? Du hast dich ja verdrückt. Dann siehst du doch, was ich gemacht habe. Ja, aber du hast dich ja verdrückt. Nein, ich hab echt gedrückt. Es war ganz grün und da war es rot. Guck es dir mal bitte mal an. Bitte. Da. Putz mal deine Nase. Ich
kann nichts machen gerade. Was soll ich machen? Weil ich habe Pause gedrückt, deswegen sollst du nichts machen. Boah, warum? Weil ich mir das jetzt angucke. Das auch. Das ist gut, Jesse. Jesse, ich wollte sagen... Du hast dich verdrückt. Du hast beim zweiten Mal nicht gedrückt. Beim zweiten Mal habe ich gar nicht gesehen, das zweite Mal. Nein, das stand doch da drauf. Du einmal Bob und Bob musst du drücken. Du hast einfach nicht mehr gedrückt danach. Das check ich immer nicht. Das ist doch nicht so schwer. Immer X kommt, wenn diese Fucklinie da ist. Dann musst du X drücken. Oh, warte, Mann. Wo kannst du... Ich will es auch sehen. Bei YouTube. Mann. Warte, bevor wir es weitermachen. Alter. Du hast mein Spiel auf dem Gewissen. Ja, eigentlich war ich scheiße. Ich muss immer arbeiten hier, Kelf. Ja. Das ist ja auch mal mein Wunsch. Kelf. Warte. Hast du es jetzt gesehen? Nee, doch nicht. Warte. Oh. Hast du es jetzt gesehen? Nein, guck ich mir nachher an. Oh. Ja, aber das ist schon, das ist echt kacke, ey. Ja, aber ich hab das nicht gesehen, dass wir zweimal drücken müssen. Natürlich, du musst sogar öfters drücken. Immer wenn diese Pulslinie kommt, dann musst du drücken. Und das ist bei Little Hope auch so gewesen. Da hast du nicht verkackt. Ja, da hast du nicht verkackt. Hier verkackst du. Aber ich finde, das sieht man immer nicht. Ich hab gedacht, man muss so einmal drücken. Das sieht man. Einmal drücken, das wäre zu einfach, ey. Ich habe schon viel krankes Zeug gesehen. Aber das hier schlägt alles. Sie scheinen uns nicht zu folgen. Willst du auf sie warten, oder? Du musst kein Klugscheißer sein. Gehen wir. Du hast zwei Leute aufgewissen, ne? Oh, das macht mich rasend, ey. Ja, sind sie bei dir wieder vereint. Wir beide? Ich will nicht mit dir rumhängen. Ich wollte mit Eric rumhängen, das war so cool. Aber nein, Eric, das ist so. Ich meine, Eric und diese Kaktusse sind jetzt hier vereint. Ja, toll. Das ist ja die Hölle. Rachel. Was ist das? Ein Kokon? Dinger kommen wohl von hier. Seit wann bist du denn Wissenschaftler? Inka ist ein Anti-Mate. Inka ist ein Anti-Mate. Hat er mich gerade schwul genannt? Ist mir egal. War keine Absicht, Mann. Eric war eh scheiße, Mann. Ja, und Rachel auch. Das ist die beiden Schwule. Ach, egal. Wir müssen doch mal versuchen, ein bisschen Herausforderungen anzunehmen, dass wir mal welche überleben lassen. Was? Weil wir wirklich keine Absicht. Das gehörte Randolph Hodgson. Vielleicht erfahren wir sowas Nützliches. Ihm half's nicht. Warum ist das Spiel auf einmal so leise eigentlich? Hey. Da, wenn dieser Tempel fällt, werden meine Frau und ich unleserlich. Wenigstens das schulde ich ihr. Das Porträt, das ich mit meiner Uhr bei mir trage, zeigt die Mary, an die ich mich erinnere. Ups, ich kann es umdrehen. Der Tagebuch schreibt in Randolph Rexon, Bradshaw tötet, nachdem sie sich in Dunkelheit ergab. Okay. Drück mal wieder ja, aber genau, Jesse, ne? Finde ich auch. Das was? Kann passieren. Das kann zweimal hintereinander kann dir das passieren? Du tötest zwei Leute und es kann einfach mal so passieren? Ja, ist dumm gelaufen. Ja, die Leute sind zwar tot, aber hey, was soll's? Ich wollte es nur wieder vereinen. Eric und ich vereine mich gleich mit deiner Mutter. Ich bin mit deinem Vater. Mach das doch. Wenn du Lust hast. Ich bin auf Gran Canaria, in Sonne, Sommer. Laune, Paket. Ja, du mich auch, du Paket, Alter. Du bist auch schon so ein Paket.
Nein, damit hätte ich nicht gerechnet. Eine Uhr mit dem Porträt einer Frau darin. Randolph Hutchins hat das Porträt seiner toten Frau Mary mit ins Grab genommen. Alles klar. Ja. Drück mal bereit, Digga. Du machst doch hier gerade Drück, Kacke. Drück doch mal bereit, habe ich doch gerade gesagt. Drück doch mal bereit, du musst nur bereit drücken. Ja, weil ich was gelesen habe. Ja, jetzt komm her hier. Wir wollen hier raus. Was? Jesse. Wenn dieser Tempel fällt, ach hä? Hä? Habe ich das schon gelesen? Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn du bei Medi Evil dabei bist. Und morgen mache ich auf Medi Evil weiter. Und ich habe mich gestern echt gefreut, dass mich so gut supportet. Mit dieser scheiß Schmiede gestern, ey. Das war echt. Wir sind jetzt hier bei House of Ashes, ja? Ja, ich wollte es nur kurz erwähnen. Ja. Jesse, morgen ja, wieder Medi Evil. Frage. Was ist denn das, FIFA? Fumbe treibt sich, das sieht aus wie bei Aliens. Ja, ein riesen Vampirnest oder so. Gleich kommen ja die Facehacker. Ganz schön modern dafür, dass es irgendwann in 2000 vor Christus gebaut worden ist alles. Was ist diese Hölle? Gruselig ist das. Ist das wirklich echt? Alter, das ist wirklich über Aliens. Wir werden ja, echt, ne? Ja. Gott bestraft uns für alle Fehler, die wir je gemacht haben. Sehen ist alles, was mir noch bleibt. Als uns meine Frau verließ, wollte ich, dass er alles hat, was ich nie hatte. Nein, ich will da nicht hin, Kelv. Muss hart sein. Schon. Aber mein Junge macht mich sehr stolz. Er geht nach London, zur Universität. Wenn er nur nicht klauen würde. Er fehlt mir so sehr. Ist dein Gewissen rein, Jason? Dieser Ort. Wieder hierher. Ich kann dich denken hören. Wir warten darauf, dass was passiert. Vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen, dass etwas passiert. Jo, das wird dir dann vor? Wir gehen da rein und tun ihnen irgendwie weh. Hey. Was auch immer passiert. Ich deck dich. Wir kämpfen zusammen. Es geht nur so. Erwachsen. Alles klar. Ja. Ey, du kannst sagen, was du willst. Das ist doch ein Alien-Raumschiff oder so ein Scheiß. Ich habe echt. Danke, meine liebe Jessie. Es freut mich sehr, das zu lesen. Und Kelf, ja, das stimmt. Du warst letzten Tag immer dabei. Es freut mich auch immer sehr. Aber ich fand den Support von Jessie wirklich sehr, sehr gut gestern. Ich stand eben so ein bisschen auf dem Schlauch bei Medieval. Aber wir haben es auch gemeinsam gut geschafft. Und morgen geht es auf jeden Fall mit mir weiter mit Medieval. Und auch ein Dankeschön an dich, Kelf. I
Ach ey. Oh mein Gott, ich muss das eigentlich mal irgendwann auf Toilette, glaube ich. Kann man hier Pause machen? Ja. Warte, das kann ja, dann drück Pause. Da steht doch nur. So. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ja, du bist auch gut belegt. Die Tür zugeknallt, Alter. Und wie sie rumpöbelt und rumlabert. Wapapapa! Bock, 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 bock! Ich bin Inka, ja, ja! So. Ich hab Inka das gerade gezeigt, wie dusselig sie ist. Und sie, oh ja, Gott, oh nein, oh, oh, bin ich blöd. Ich sag, ja, siehste, kannst du nichts für, ja. Bist blond, sag ich. Ja, ich habe es gerade wirklich kapiert, dass da zwei direkt hintereinander kommen. Ich habe nur das für einer. Ja, ja. Deine Mutter ist schon Entschuldigung. Eine. Aber ganz ehrlich mal, Rachel und
Ja, ist das egal, laber nicht, du hast verkackt. Die werden wahrscheinlich nach... Hallo, was meinst du, was für ein glückliches Party wieder geworden wäre nach der Story hier? So, jetzt siehst du, was du jetzt drückst. Ich wollte ja eine Hölle als Vampir wieder glücklich werden. Ja, pass auf, dass du nicht gleich ein Vampir bist. Bist ja schon, du saugst schon mal Geld leer, was? Boah, ja, hallo. Ja, ist ja auch Warkelf. Was hat Kelf geschrieben? Sehr Neptomschi, blond. Dunkelblond, Straßenköter. Ist ja scheißegal, blond ist blond. Und bei dir merkt man das, du bist sehr, sehr blond. Alter. Ich geb dir gar nicht so meine du hast ja keine Facecap, ne? Allein schon anhand deiner Spielweise kann man deine Haarfarbe raten. Ich verschenke Kekse dieses Jahr. Tom, sie kriegt gar nicht mehr ab. Von hier kommen diese Viecher wohl her. Alter, ich schwöre, gleich kommt hier so Necromorphs. Der Obermörder-Vampir wahrscheinlich gleich. Nee, ich glaube, hier kommen ja gleich eine ganze Horde Aliens. Und Facehuggers und Xenomorphs und wie sie nicht alle heißen und Predators. Das ist doch voll ein Raumschiff, Inka. Sag mir mal, was du willst, ey. Ja, aber ich glaube, wir dürfen gleich jeden Obermampir-Boss kämpfen hier. Ein Vampir, der aus einem Raumschiff kommt. Ein Alien-Vampir. Salim, hier drüben. Ober-Alien-Vampir-Boss. Was hältst du davon? Und der ist bestimmt 20 Meter groß. Gott hat sie nicht erschaffen. Nein. Dankeschön, Jesse. Was soll das denn heißen? Da! Dankeschön, Obermapier-Boss. Oh mein Gott. Ich geh. Sieh mal. Da muss man reinblasen wahrscheinlich. Ein seltsames, tragbares Gerät, das bei Berührung einen Akkord spielt. Offenbar setzt die Kreatur fortschrittliche Technologie ein, um akustische Geräte mit unbenanntem Zweck herzustellen. Alles klar. Drückst X? Ja. Oh mein Gott, das ist gruselig. Haben wir das keine Musik? Okay, vielleicht nicht Musik. Eine Sprache. Die Mistviecher gesehen, die sind nicht sehr gesprächig. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Sieh dich nur um. Diese Dinger sind intelligent. Überall dieses Moos. Kommt's mir nur so vor? Oder lebt das? Hä, da hat doch gerade was geblinkt. Wieso geht er jetzt nicht daran? Ach, da. Salim, sieh mal hier. Eine der Kreaturen. Nur älter. Uralt. Es ist aber tot, oder? Oh. Mach du doch. Oh. Fuck, das war knapp. Danke. Das war sehr knapp, ja. Hast du das gesehen? Und ob ich das habe? Die Kreatur ist versteinert. Sie muss Millionen Jahre alt sein. Okay, und jetzt können wir da ran, oder was? Ja, jetzt können wir durch. Ne, was ist das? Da blinkt da noch irgendwas, oder nicht? Oh, egal, geh doch mal ein Stück beiseite. Geh doch beiseite. Bei mir doch, ey, was hat denn geblinkt? Warte mal. Ja, was hat denn geblinkt? Warte mal. Oh, ich kann nichts dafür, es ist verstopft.
tief unten sind wir. Schön zu sagen. Hier unten verlieren wir das Zeitgefühl. Da ist was Blinkes. Hä? Oh. Ist das nicht der Typ am Anfang gewesen? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Der König? Nee, doch, nicht der König? Nein, aber. Seine Leibwache. Schau ihn an. Ja. Hier ist doch. Totaler Methusalem, der Kerl. Oh Gott! Hast du das gesehen? Der lebt. Das ist unmöglich. An diesem Ort ist nichts unmöglich. Oh, Scheiße. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Die Flüssigkeit hat sein Fleisch erhalten. Sein Gehirn. Was sollen wir tun? Ihn töten. Kann nicht so. Ja, auf jeden Fall. Ja, nun. Er hat die Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich mein's ernst. Nein. Nicht auf mich schießen. Das lockt die Vampire an. Oh Gott, ich muss es tun. Ich mache es. Ja, bitte. Heute hat immer die Montag. Das einzig Richtige. Hallo, da sitzt ja irgendwie mit einem halben Körper. Und das seit 4000 Jahren. Ja, gar nicht. Fledermäuse. Ja, warum wohl? Aua. Das sieht ja echt gruselig aus, irgendwie. Der Mensch, das reicht. Du bist wirklich über Aliens, ne? Ja. Wie so ein Raumschiff. Ja. Ja, aber diese, guck mal hier, dieser, wie diese Werbesäule hier und so, weißt du? Diese, ja, ja, ja. Bist du reingetrat? Getratschelt? Das bin ich irgendwie oben. Oh. Werden beobachtet, glaube ich. Ich glaube auch. Ein Totenschädel? Ein Totenschädel. Jason. Oh. Die Frakturen dieses versteinerten Schädels lassen daraus schließen, dass die Stadtbewohner eventuell von einem invasiven Parasiten befallen wurden. Okay. Welche Stadtbewohner? Ja, du. Keine Ahnung. Okay, also, es ist bei dir auch so leise. Ja. Seien sie von innen herausgebrochen. Was meinst du? Vielleicht waren sie ursprünglich keine Vampire. Ah.
vielleicht waren sie ursprünglich kleine Vampire, wollte er sagen. Ja, das habe ich gehört. Salim, was ist los? Jackpot, würde ich mal sagen. Oi. Verarscht doch nicht so. Oh, was ist das denn? Papier, der ist eigentlich alles voller Ameisen. Ah, so. Ja. Dann denke ich dasselbe wie du. Nosferatu. Leise. Okay. Komm, Inka. Versuch nicht auf die Eier zu treten hier. Ja. Die Geräusche einfach, ne? Und ich auf diese Stränge auch nicht treten. Lösen die Eier aus. Die lösen die Eier aus? Ja. Inka, du kannst auch meine Eier mal auslösen. Ja, super, komm. Hä? Oh. Ja, Butter, Haare. Weil ich kann auch nicht dafür, dass ich gerade der Geldin bin. Ich stream trotzdem für euch. Meine gibt nochmal. So, mit Schnaufis. Die Schnaufis. Oh, Inka, du bist auf die Stränge getreten. Nee, du. Nee, du. Du bist vorgelaufen. Oh Gott. Hässliche Kreatur. Oh oh. Kann ich's machen, du? Eben gerade musste ich Viereck einmal drücken. Ich hab da was für dich. Scheiße. Ah, guck mal, da wurde schon mein Büro eingerichtet. Ja. Und die Statue von Big Boss Ness. Mich zu denken, ja. Wir sie können, Freunde. Für Ilma. Mickey, du warst echt die verdammte Kavallerie. Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Ach, da ist die Blut dabei. Der mit Dings gefügelt hat. Ja. Das ist jetzt schon aufgefallen, ja? Mich so denken wir, sie werden Freunde. Wer sie du sie da? Was ist das hier? Binks, hast du wirklich Lebensschuld bei Daisen Hazen? Warum fühle ich mich da so nett? Wahrscheinlich wegen dem Spitzhut da jetzt gerade. Wobei ein absolutes Sauerstoff ist. Ja. Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Ja, guter Plan, wäre wirklich. Sergeant Kay, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine 556 FMJ, 3x40 mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Und 2 Phosphorgeschosse. Phosphor ist oh, nicht schlecht. Block. Composition C4. Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Oh. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen. Keine Lunden. Aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen.
Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurrah. Unsere Forscherkumpel waren wohl auch hier. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Okay. Hatte Jesse nicht gesagt, wir spielen das Spiel noch eine Stunde, dann haben wir es durch? Was hast du denn da? Das Tagebuch beschreibt es als Kommunikationsmittel. Das weiß ich nicht, wo hat es das Spiel? Vielleicht können wir beim letzten Stream. Reden. Bitte. Ich muss mich konzentrieren. Du bist... Jagdopfer, ey! Notizen, die sich mit Lebenszyklus der Kreatur beschäftigen und darauf schließen lassen, dass es sich dabei um von vampirischen Parasiten heimgesuchte Leichen handelt. Alles klar. Wir finden sehr viel raus. So, Jagdopfer, pflanzt Parasiten ein, Parasit reift heran, wird sterben, Parasit übernimmt den Körper. Nee, Jesse hat es beim letzten Mal geschrieben, Kelf. Hast du gelesen? Nö. Also gehört? Nö. Melodien. Das ist vielleicht die Flötenmelodie, wa? Je mehr ich über die musikalische Sprache dieser Kreaturen herausfinde, desto fieberhafter überlege ich, wie sie hierher gekommen sind. Sind sie in der Tage der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten? Hat ihr riesiges Reich den Globus umfasst, als wir uns noch von den Bäumen hangelten? Sie sind jetzt tot. Ihre Form ähnelt der unsrigen. Aber alles andere an ihnen ist dem Leben, wie wir es kennen, fremd. Die Konsolen zeigen anscheinend eine Sternkonstellation Cetus von der Erde ausgesehen. Kamen sie von dort und haben die große Weite des Alls durchquert, um hier zu landen? Haben sie versucht, zurück nach Hause zu reisen? Okay, warte, ich hab auch was. Oh, eine Videosequenz. Wasser. Hä? Was hast du gemacht? Okay. Jess hat geschrieben, dass sie gesagt hat, dass je nachdem, wie wir spielen. Disco, Pogo, Ringelingeling. Alle Jesse singen. Ich will lesen hier. Oh, was ist das denn? Das war eine Videosequenz. Eine Vorahnung. Hä, Moment mal, das ist der Typ von Little Hope gewesen. Das ist Little Hope, das Ereignis. Wo bist du? Little Hope. Das war Little Hope. Jagdopfer, pflanzt Parasiten ein, Parasiten reift heran, wird sterben. Parasiten über den Körper. Nee, hast du nicht? Hab ich gelesen. Da muss aber hin jetzt. Was weiß ich, lies doch mal, was da steht auf dem Buch, da hier, wo du gerade vorstehst. Untersuchen. Ich untersuche dieses Buch. Was steht dort? Guck mal, Jess hat gerade gesagt, die Steintafel ist gerade, die wir gerade gelesen haben, ist fürs nächste Spiel. Aha, ah. Fürs nächste Spiel? Das sah mir aber danach aus, als fürs Little Hope. Weil der Typ mit der Brille und die Schwarze, die war doch bei Little Hope mit dabei. Sie kommen, wir müssen es hier beenden. Mit unleserlich, wenn wir noch genügend Zeit haben, bleibt, wird es meine letzte Handlung sein. Dieses Tagebuch auf unleserlich. Vielleicht kann es alles Warnung für jeden dienen, die unleserlich sind. Ja, lies doch, Digga. Warum liest du das jetzt hier nicht? Willst du was machen hier? Oh, da hinten ist noch was, warte noch. Aua. Da ist doch was. Was macht denn Sully hier?
Oh, jetzt machst du was. Ja, weil wir die Melodie ja gefunden haben, ne? Das ist interessante Lektüre. Bücher sind nicht für mich. Ich warte lieber auf den Film. Was ist das denn? Oh, es singt. Was hältst du von den Gravuren? Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Das ist Cetus. Der Wal. Die Sprache klingt ein bisschen wie Morsecode. Nein. Sie ist viel musikalischer. Sie hat Tonhöhe oder Rhythmus. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine Tonleiter. Aber Mary saß allein da dran. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Schieß los. Die Konsole muss von zwei Personen bedient werden. Bitte, Inka, mach das doch mal richtig, Alter. Muss ich es nochmal machen? Bei mir ist alles korrekt. Aber dir, du machst es irgendwie nicht richtig. Leuchtet es bei dir blau? Nee, grün. Also ja. Rötlich. Rötlich? Grün. Grün? Du hast gesagt grün, aber rötlich. Grünlich. Es leuchtet auf jeden Fall. Dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich ging unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit? Wahnsinn? Wir wurden aus den Architekten Killer. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Oh Gott. Tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen und warteten. Und zwar auf uns. Ist dieser Scheiß glaubwürdig? Ich weiß nicht. Aber die gute Mary hatte mit einem recht. Hier gibt es nur noch Böses. Und jetzt los. Rösten wir diese Mistviecher. Okay. Kaum zu glauben, dass die einst mal friedlich gewesen sind. Aber das ist alles Vampire. Ja. So, was ich sehe?
Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Scheiße. Shit. Dich mit. Wir müssen hier weg. Schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Rachel ist tot. Der Colonel auch. Aber jetzt wird's okay, Schatz, du hast die gefährliche Part. Warum? Wo willst du das wissen? Hat Jesse geschrieben. Jesse geschrieben, du und Tommy hat die gefährliche Part jetzt. Jesse soll mal nicht spoilern. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Salim, bereit? Oh ja. Okay, dann lassen wir es krachen. Okay. Wer platziert das Dynamit? Na, scheiß drauf. Ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Hey, die sehen uns. Wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick! Hör zu. Falls ich's nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja, nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar. Und wenn ich keinen Empfang habe? Gebe ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Ja. Er hat sich entschuldigt. Was denn? Das hat geschrieben, Entschuldigung. Over and out. Ach, bin ich müde. Von hier sieht alles frei aus. Uiuiui. Wo lang? Links, rechts. Wir sehen keine Bewegung. Entscheid du. Geh links. Okay. Warum? Keine Ahnung. Ich geh nach Weiß ich nicht. Links, rechts war euer Super Inka. Ich konnte nichts sehen. Rechts war aber heller und schöner. Jesse hat nur gerade noch geschrieben, das Spiel geht nicht mehr lang und es ist kein Spoiler. Nur weil du wahrscheinlich gerade mal gesagt hast, dass du müde bist. Achso. Ah ja. Gott. Jetzt durfte ich das mit dem Atmen machen, mit diesen Pulsdingens da. Hast du geschafft? Ja, natürlich, Mann. Oh, nochmal, scheiße. Nein! Ich hab mich verdrückt. Oh nein. Zu schnell gedrückt gerade. Das ist ich aber dann. Ich sehe nur dich gerade, weißt du? Ich sehe deine Part gerade. Wie die alle längs fliegen, Alter. Die Vampire fliegen doch überall längs. Und du
schießt einfach mit dem Coupon, Alter. Ist das gruselig. Coupon? Coupon? Ja, vor diesem... Ein Coupon ist was anderes, Inka. Ja. Ja, ich weiß, Coupon. Du schießt einfach mit diesem riesigen Haufen voller Croissant. Papier. Leute. Wird langsam, oh mein Gott. Da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Mach das nicht. Oh Gott, mach das nicht. Ich versuche es. Oh. Das ist viel zu einfach. Nein, nein, nein. Komm, komm runter. Ja, es ist. Was ist denn? Es sind zu viele. Die töten mich. Scheiße. Oh, er im Himmel. Halt. Was bringt es, ihn zu warnen? Es gibt keinen Ausweg. Oh, Scheiße. Hey, wie sieht's da oben aus? Na, Inka? Für was entscheidest du dich? Sag sie. Sie haben dich umzingelt. Hunderte. Wenigstens bist du ehrlich zu mir, Mann. Tut mir leid, Nicky. Für das hier. Okay, scheiße. Und auch die Sache am Checkpoint. Das ist Krieg, Jason. So was passiert. Carry out. Du musst getötet werden, wahrscheinlich. Oh Gott. Oh nein, ich muss mir diese Atemspielchen machen. Ich hasse das ja, ne? Ja, du musst so viel Sprengstoff wie möglich noch anbringen, dann müsstest du dich wahrscheinlich in die Luft jagen. Gut, oh, es ist so gut, weil überall keine Papiere. Und nochmal, Alter, ich raste aus. Scheiße, schon wieder verkackt. Beim zweiten Mal ist es super schwer. Ja, hat er nicht überlebt. Er ist tot. Oh Gott, ja. Du wärst, glaube ich, so oder so gestorben. Ja, ja. Ich glaube, ich hätte über die Luft gesprengt, als wie, dass du jetzt vor meinem Vieh gepackt wärst. Weißt du? Ja. So brutal es auch klingt, aber... Oh, Scheiße. Wow, die Explosion sah ja scheiße aus. So, püff. Zeit zu gehen. Okay, wir müssen laufen wahrscheinlich. Das ist eine Bienenkönigin. Wundervoll. Oh.
Was ein Glück, jetzt ist vorbei mit der Übeltäterei. Ne? Ach du meine Güte! Wie bei Resident Evil an Dingsbums da 2, weißt du, wo wir da aus dem Dings laufen? Ja, aus dem Turm, aus dem Wachturm. Ja. Nun geh hoch! Was ist los? Ja, wer ist er denn? Der Erich. Das ist Rachel. Nein, Erich. Rachel, Enzo? Ich hab Rachel, ja. Sie ist Rachel? Also Rachel, okay. Sie klettert hoch. Du musst das Seil kappen. Lang lebe die Queen. Okay, das ging einfach. Okay. Oshikuru. Wir sind frei wie eine Vogel. An der Oberfläche angekommen. Wir jagen uns auf jeden Fall keine Vampire mehr. Nee, wahrscheinlich nicht, nee. Wir leben. Verdammt, wir leben. Hier spricht Mailman 2-1 Actual an Coyote 2. Funk-Check. Over. Hier Rhino 1-5. Bestätige. In 5 Minuten sind wir bei euch. Wo zur Hölle wart ihr? Over. Kannst du Pause machen, bitte? Ich muss ganz schnell pinkeln. Improvisation führt zum Sieg. Wir haben... Ich auch. Bis gleich, Leute.
Finale. Finale. Ich glaube, bist du da? Ja, okay, machen wir. Was denn? Also jetzt Schluss machen, Freunde? Also. Nein, Jess hat geschrieben, wir sollen uns bitte am Ende noch den Trailer zum neuen Teil. Machen wir immer, den gibt es ja nach jedem Dark Picture-Spiel. Genau, du möchtest unbedingt noch unsere Meinung dazu hören. Also okay. Unsere erste Meinung. Ja. Alles klar, machen wir. Warte mal. Warte. Ich kann euch sagen, als ich damals nach Little Hope mir den Trailer zu House of Ashes angeguckt habe, war ich nicht begeistert. Also da war ich irgendwie nicht begeistert vom Trailer von House of Ashes tatsächlich. So, weiter. Okay, guck, was ist der Trailer zu uns sagt. Laut den Emojis von Jesse klingt das ein bisschen interessant. Traurig. Ist so schlimm. Ob die Hirten wohl noch hier sind? Ich hab Lust auf ein Bier. Ich muss zurück zu meinem Sohn. Er macht sich sicher schon Sorgen. Geh, Sally. Oh oh. Eine Sonnenfinsternis. Oh, natürlich. Nicht nochmal. Oh, okay. Sie kommen! Oh, Scheiße. Führen, Frau Rammel! Wir stoppen Sie hier! Du musst ja nur die Sonnenfinsternis eigentlich abwarten, ne? Ja. Wir sind zerbrochen hier! Weiß ich nicht, ich hab keine Ahnung davon! Kontakt! Ja, da haben wir den Heller, glaube ich schon, ne? Ja. Da hast du 50 irgendwo versteckt. Ah ne, soll raus, ja. Die Kugel! Scheiße! Muss eben reichen! Ja. Es war mir eine Freude. Was passiert jetzt? Kämpf, Inka, kämpf! Kämpf, Tomji, kämpf! Ja! Wo bleibt denn die Verstärkung? Nein, ich hab dich verdrückt! Gib mir noch eine Chance! Bleibt die Verstärkung! Kämpf, Inka, kämpf! Oh, Scheiße, hab ich gedrückt! Wie läuft das gerade? Niemals!
Sonne! Ja, Luft, richtig, Sonne, Sonne, Sonne! Ja! Wir haben es geschafft! Ihr Mailman 2-1 Actual, hab euch im Blick, bereit zur Evac. Auf. Hast du gehört, Inka? Du bist ein Kriegsgefangener? Ja. Ich glaube, jetzt sind wir Freunde. Na, was sagt unsere Regierung dazu? Bam, 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 bam. Geschafft. Ja. Geschafft. Ach ja, jetzt müssen wir mit den Spacko noch reden da. Sind ja sehr viele Leute auch gestorben. Die jetzt noch stehen, die standen frei. Und diese fielen frei. Nicht schnell. Einige Schützlinge kehrten ans Licht zurück. Andere blieben in der Dunkelheit. Überleben hat oft einen hohen Preis. Einen Preis, den manchmal andere zahlen müssen. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. First Lieutenant Kolchak war ein richtiger Augenöffner. Er hat sich mit seinen Dämonen arrangiert, die ihn verfolgten, und einen unerwarteten Freund gefunden. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Vielleicht wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte. So wohlig, dass Sie nachts noch schön durchschlafen können. Doch was sie auch sein wird, der Abschied wird Ihnen schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Sie kennen den Ausgang. Ja, wie die letzten anderen beiden Male auch. Puh, Kinder. Dark Pictures. Es ist einfach eine sehr geile Spielreihe. Ich weiß auch nicht, was ich bis jetzt habe. Warte mal ganz kurz, warte mal. Ich dachte, ja, vielleicht kommt noch was, warte mal. Also, doch, ich schon. Und zwar fand ich diesen Teil den schlechtesten Teil. Von allen dreien Teilen. Den fand ich am schlechtesten. Und ich glaube, am besten fand ich tatsächlich... Little ich Hope. Fand auch, nee, ja, Little Hope fand ich auch schon geil. Aber ich glaube, ich fand... Oh, warte mal. Man of Medan. Man of Medan am besten bisher. Also wie gesagt, ich fand Little Hope fand ich am geilsten. Denn Man of Medan. Aber den Teil fand ich echt nicht gut. Und ich fand damals den Trailer war auch nicht gut. Der hat mich auch nicht so geflasht. Schön. Ich kann was hier ein bisschen vorspulen und vielleicht noch was. Ja, die sappel doch gerade, kann man nicht suchen. Bericht gelesen? Auf dem Flug. Wie läuft es mit dem Analyseteam?
Das ISG-Team mit den Anal-Team. Nur ein paar jetzt machen die da Experimente draus, ne? Natürlich. So was haben wir noch nie gesehen. Das war mal eine Zahnwurzelbehandlung. Beste der Besten, was? So wird er angepriesen. Fuck! Wie oft soll ich Ihnen diese Geschichte denn noch erzählen? Ich verstehe. Aber Sancom ist besorgt wegen der Normarbeit. Welche? Die ganze Mission war nicht normal. Warum haben Sie sich denn mit dem Feind verbündet? Sie waren nicht da. Die haben uns massakriert. Mir war es scheißegal, wer es war. Wir brauchten jede Unterstützung. Und Sergeant Kay? Nikki hat's nicht geschafft. Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbündet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Bin gespannt, ihn zu treffen. Ich sage nichts mehr, solange ich nicht meinen Sohn sehen darf! So handhaben wir die Dinge hier nicht. Reden wir mehr über diese Kreatur. Die Vampire. Es ist recht schwer zu glauben, dass Sie sie damit getötet haben. Lassen Sie mich frei. Dann zeige ich Ihnen, wie das geht. Das Analyseteam sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Es war ein Gemetzel. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher Sie es hatten. Ja, aber der wurde ja zerhackt nur, ne? Er wurde nicht gebissen. Na, schade, seine Aussage hätte der voll sein können. Das ist ja wie damals mit Winterfold. Aha. Ah, und hier ist Colonel Eric King, unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Die waren verheiratet? Naja, nur noch auf dem Papier. Das ist kein Knutschfleck. Verdammt schade, dass er tot ist. Er hätte sich für einiges verantworten müssen. Schuld daran ist Kalos. Er hielt den Tempel für Saddams Waffendepot. Beschissenes System. Das stimmt so nicht. Für uns war es ein großer Fund. Glückstreffer. Ist das dein Verständnis von Glück? Das wird mir eine Weile den Schlaf rauben. Der Parasit. Wo ist er? Noch in ihr drin. Obwohl sie tot ist. Kennst du ihr Profil? Ja. Sie hat's weit gebracht. Wenn das nicht passiert wäre. Ja. Macht uns mal ein schlechtes Gewissen, ne? An den Job werde ich mich nie gewöhnen. Warum solltest du? Zumindest war es örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Also, was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Die Weltöffentlichkeit wird nie davon erfahren. Wie immer. So ist das im normalen Leben auch, ne? Wenn irgendwas Wichtiges, Bedrohliches am Start ist, dann darf die Weltöffentlichkeit es niemals erfahren. Niemals, 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 niemals! Sonst würden wir Menschen in völliger Unruhe leben. Denn man möchte gar nicht wissen, was die Regierungen wirklich unter Verschluss halten. Ja. Du musst mal X drücken, Inka. Ja. Was die und was uns beunruhigen würde. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. Oh, ein Unsichtbarer. The most beautiful thing you've ever created. Alter, das ist Saw, oder? And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist.
I've left my mark on the world. Alter. Have you? Okay. The Devil in Me. Wow, The Devil in Me. Nicht schlecht. Session 1 Finale. Soll das bedeuten, dass es wirklich das letzte Spiel sein wird? Nein, das steht ja die erste Session. Also das ist für die, also die erste Saison quasi. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kommt denn da irgendwas anderes von Dark Pictures auf jeden Fall. Also wie ich schon sagte, ich muss sagen, der Teil war am schlechtesten. Ich fand den Teil nicht gut. Ich fand den bisher auch am schlechtesten. Doch, ja. Gut fand ich trotzdem, aber am schlechtesten. Ja, er war so... Ja, er war... Mir fehlte der richtige Horror. Mir fehlte das Schauderige, das Gruselige. Was man tatsächlich bei Little Hope hatte. Little Hope fand ich mehr als gruselig, wo dich die ganzen... Ja, ich muss sagen... Dingens verfolgt haben und alles und ja, so, ich weißt du? Ja, das Reise, aber Little Hope war doch schon am geilsten eigentlich. Ja. Aber, wenn man so denkt an diese Monster, die dich da verfolgt haben. Ja, aber ja. Fast gleich auch für mich war auch Man of Medan war auch ein sehr geiles Spiel. Man of Medan fand ich nicht ganz so geil, aber es war halt irgendwie, das hat an Ghost Ship erinnert einfach, ne? Ja, doch, deshalb, es war irgendwie ja. Gruselig, weil es auf dem Schiff war und so, ne? Aber ich fand schon, du hast schon recht, also ich glaube, Little Hope war schon das geilste. Ja. Nee, das und war, das also ich würde mal sagen, Teil. Der Teil war sehr, sehr schwach, ich fand den nicht so gut. Und wie gesagt, mir fehlte alles an Horror, mir war, ich sag mal so, ich würde in dem Teil tatsächlich so notmäßig eine 4 bis 5 geben. Also ich würde gerne mal alle Teile von Dark Pictures nochmal spielen irgendwann mal. Vielleicht kann man es ja mal nächstes Jahr machen. Aber diesen Teil, da würde ich mich nicht nochmal drauf freuen. Also das, der ist ziemlich schlecht gewesen. Ja, gebe ich dir recht, Jesse. Also ich finde den Trailer, der war gerade sehr spannend. Da kann man sich doch freuen. Ja. Ich fand den Trailer von House of Ashes, den fand ich damals auch scheiße. Der Trailer, den fand ich total unspannend. Den fand ich unspektakulär, den fand ich scheiße, den fand ich doof. Das hat mich überhaupt gar nicht wirklich so interessiert. Natürlich haben wir das Spiel gespielt, weil wir eben halt Fan der Reihe sind. Aber nee, das war sehr, sehr schlecht. Das ist auf jeden Fall, also ich finde, das ist eine 3 bis 4. Was? Eine 5 würde ich nicht sagen, eine 3 bis 4. Weil ich finde, der war schon gut, aber halt nicht so gut wie die anderen. Ja, Teile. Ja. Also Kinderchen, Analyse ist fertig abgeschlossen. Wir also treffen uns vielleicht morgen was zu was anderen. Und du willst morgen nicht evil. Mit mir spielen, Inka? Doch, vielleicht, aber erst spiele ich morgen Abend wie die Evil. So Kinder, das war's für heute. Wir sehen uns. Ne, für heute ja nicht. Heute kommt nochmal Medieval. Also, tschüss. Nachti.